Hallo Leute, heute gibt es meine Juli-Favoriten. Ich habe nämlich ein paar neue Produkte, die ich wirklich dauernd hergenommen habe im Juli und die mir wirklich gut gefallen haben. Deshalb habe ich mir gedacht, da kann ich mal ein Video machen. Ich fange auch gleich an, damit es nicht zu lange wird. Das erste sind diese zwei Pinsel. Die habe ich mir in London gekauft. Die sind von Real Techniques von Samantha Chapman. Und ich liebe diese beiden Pinsel. Ich habe sie jetzt nicht sauber gemacht. Den da hier, das ist der Buffing Brush. So schaut der aus. Den nehme ich immer jetzt zum Puderauftragen her. Ich habe davor so einen dicken Kabuki hergenommen. Und mit dem ist es einfach viel besser. Vor allem jetzt, wenn es so heiß ist, will man nicht überall irgendwie Puder im Gesicht haben, finde ich. Und mit dem mache ich halt dann nur unter den Augen, so ein bisschen um die Nase und am Kinn und so mache ich Puder drauf. Und nicht so auf mein ganzes Gesicht. Und den da hier, das ist der Contour Brush. Den nehme ich, wie der Name schon sagt, zum Konturieren her, so für hier und auch so an der Nase und so. Und der ist super, wirklich total gut. Und die sind auch so weich und die sind einfach super. Ich liebe diese Pinsel, die sind ganz toll. Das nächste ist auch was, was ich mir in England gekauft habe. Und zwar ist es ein Nagellack von Barry M. Und es ist dieser Glitzer-Nagellack hier in der Farbe Amethyst Glitter, ist es, glaube ich. Ja, genau. Und der ist so, da sind so viele Glitzerdinger drin. Also normalerweise, wenn man so einen Glitzernagellack drauf macht, dann sind da so ein paar Glitzerpunkte. Aber wenn man den drauf macht, ist alles voll mit Glitzer. Ich werde euch mal ein Bild einblenden, damit ihr das seht, wenn ich eins habe. Weil ich habe ihn jetzt nicht mehr drauf. Ich habe ihn noch auf meinen Zehen, aber ich will nicht meine Füße in die Kamera halten. Und ja, ich schaue, ob ich eins finde. Und wenn ich eins finde, blende ich euch das jetzt ein. Und ja, das ist dieser Nagellack. Wunderschön, ich liebe Glitzer und ja, perfekt. Oh, falsche Seite. So. Das nächste, auch wieder aus England, aber das gibt es bei uns auch, soweit ich weiß. Ich meine, beim Douglas bekommt man das oder online. Das ist von Palmers die Lip Balm in Dark Chocolate and Mint. So sieht der aus. Und es ist einfach so ein durchsichtiger Lippenbalsam, aber der riecht so lecker. Der riecht wie After Eight, also Minz und Schokolade. Einfach total lecker und der schmeckt auch richtig gut. Und ich habe den immer hergenommen, den habe ich jetzt auch drauf. Ich mache den drauf und dann tupfe ich ein bisschen Lippenstift drüber oder mache so ein bisschen drauf, dass es nicht so krass viel Farbe ist, sondern so ein bisschen. Und ich finde das immer total schön und es riecht immer total lecker und der ist echt gut und der war auch nicht teuer. Und er hat Lichtschutzfaktor 15, was ich auch echt gut finde im Sommer für die Lippen. Deshalb habe ich den geliebt. Ich habe ihn dauernd hergenommen. Ich will gar nicht ganz rausdrehen und gucken, wie viel noch da ist, weil es ist bestimmt mehr viel. Dann das nächste ist, ihr habt es bestimmt schon bis zum Erbrechen gesehen, jetzt bei allen möglichen Videos hier, die Aussie-Shampoos, beziehungsweise Shampoo und Conditioner, das Miracle Moist. Ja, es ist wirklich gut. Also, ich habe mir das gekauft vor einiger Zeit. Und was mich wirklich überzeugt hat, das zu kaufen, ist der Geruch. Es riecht einfach nach Kaugummi und es ist einfach unglaublich lecker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es meine Haare nicht ein bisschen arg austrocknet. Es heißt zwar Moist, also Moisture Shampoo für Feuchtigkeit, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es trocknet meine Haare ein bisschen aus und auch meine Kopfhaut. Aber der Geruch ist einfach so gut, dass ich das in Kauf nehme und es macht die Haare so sauber. Es ist irgendwie wie so ein, ich finde es fast schon wie so ein Peeling-Shampoo irgendwie. Also es ist natürlich nicht so ein Zeug drin, aber es macht die Haare so sauber einfach. Und seit ich das hernehme, muss ich eigentlich nicht mehr alle 2 Tage Haare waschen, sondern es reicht, wenn ich alle 3 Tage Haare wasche. Weil, gut, meistens habe ich jetzt doch öfter Haare gewaschen, weil es so heiß war. Aber meine Haare sind so lange schön danach. Also es ist wirklich richtig gut. Und der Conditioner riecht eben genauso, auch nach Kaugummi einfach. Man riecht sogar durch die Flasche durch. Also wenn ihr mal beim DM seid oder so, riecht man an den Flaschen. Das ist wirklich lecker. Aber ich weiß nicht, ob ich, also es ist jetzt, ich glaube mal noch so halb voll ungefähr. Man kann es ja nicht sehen, aber ich schätze so ungefähr. Oder so bis hier ungefähr. Und ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen soll. Aber der Geruch ist einfach so gut. Die Haare riechen so lang danach. Wirklich tagelang. Und immer wieder, wenn man dann so durch die Haare fährt oder sie zusammengebunden hat und aufmacht, dann riecht man dieses Kaugummi. Und das ist so gut. Ja, aber vielleicht werde ich das in Zukunft einfach so nur noch 2-mal die Woche benutzen oder so. Das ist nicht mehr so arg, weil, also ich glaube schon, dass die Haare ein bisschen austrocknet, aber ja, ich habe es dauernd hergenommen einfach, weil der Geruch ist einfach zu lecker. Das nächste ist meine neue Bodylotion von Garnier. Das ist die Body Tonic Sofort Straffende Reichhaltige Milch.
Ich bin zwar noch nicht super straff, ich weiß nicht, ob das daran liegt oder daran, dass ich zu faul bin, um regelmäßig zum Sport zu gehen. Aber der Duft ist unglaublich lecker. Ich finde, es riecht so ein bisschen wie wie so ein Dior-Parfüm. Das habe ich schon in irgendeinem Video gesagt. Ich meine, es war das Miss Cherie oder Miss Dior Cherie oder irgendwie so. Weil das hat so ein florales Ding und das riecht genauso irgendwie. Aber naja, ihr könnt ja mal dran riechen und mir sagen, was ihr denkt, was diese Bodylotion riecht. Angeblich ist es hier mit grünem Tee und Koffein und deshalb super für trockene und erschlaffte Haut. Das klingt schon echt sehr freundlich. Naja, zieht schnell ein, steht hier noch drauf. Ja, es zieht schnell ein, aber ich finde, es lässt so ein bisschen so einen Film über der Haut. Also so nicht unangenehm, sondern die Haut glänzt dann so ein bisschen davon und sieht so ein bisschen praller aus. Das ist mehr so der Effekt eigentlich. Aber, also ich finde die gut. Ich habe mich damit wirklich jeden Tag eingeschmiert jetzt, weil der Geruch einfach wirklich lecker ist. Und ich bin einfach so ein Duftmensch. Wenn irgendwas gut riecht, dann nehme ich es her. Ob es wirkt oder nicht, ist mir dann wurscht. Aber ich habe auf jeden Fall weiche Haut davon und ja, finde ich gut. Und jetzt ein Produkt, das einfach unglaublich gut ist. Ihr müsst es euch kaufen, ihr werdet es lieben. Es ist dieses Peeling. Es sieht unspektakulär aus, aber glaubt mir, es ist meiner Meinung nach das beste Peeling der Welt. Ja, ich glaube, das ist es, ja. Ich habe in letzter Zeit eigentlich öfter die von Soap and Glory die verschiedenen Scrubs genommen. Da habe ich jetzt zwei. Aber dann habe ich dieses hier genommen, das stand im Bad rum. Ich habe es irgendwie schon ewig und ich hatte meine andere nicht in der Dusche. Dann habe ich mir gedacht, wurscht, nehme ich einfach das und habe es aufgemacht. Und der Geruch ist nicht so gut. Das ist hier so mit Algen. Deshalb riecht es nicht so lecker. Aber dann habe ich es hergenommen und es ist einfach so genial. Es ist totes Meersalz drin, was ja sehr, sehr gut für die Haut ist. Und die Peelingkörnchen sind so winzig. Die sind wie so ganz, ganz feiner Sand. Die sind so klein. Und also ich glaube, das sind so winzige Salzkörnchen und die lösen sich dann so auf, wenn man sich damit einreibt. Und es ist so wirklich sanft und es ist so gut. Und danach ist die Haut so babyweich. Das ist unglaublich, wirklich. Ich zeige es euch mal. Es sieht ein bisschen eklig aus, finde ich. So sieht es aus. Also schön ist anders, aber glaubt mir, es ist unglaublich gut. Jetzt habe ich mich damit eingesaut. Und ich glaube, das ist auch sehr gut für Leute, die empfindliche Haut haben. Ich habe auch so ein bisschen sensible Haut. Und man kann, also es kommt halt drauf an, wie fest man damit rumrubbelt. Aber weil die Körnchen wirklich so fein sind und es sind so viele da drin, deshalb kann man es auch halt nur ganz sanft hernehmen. Und das ist wirklich, also danach hat man Babyhaut. Das ist genial, wirklich. Ich habe auch schon so viel davon hergenommen jetzt. Und das ist, ich habe im Internet nachgeguckt, das kostet um die 5, 6 € bei Amazon kann man sich das kaufen. Vielleicht mache ich euch mal einen Link unten rein, ihr müsst euch das angucken. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Dann noch meine neue Sleek-Palette. Das ist die, ich habe die euch schon gezeigt, das ist die Storm-Palette. Ich habe die einfach wirklich dauernd hergenommen und habe alle verschiedenen Farben irgendwie ausprobiert und hatte jeden Tag, habe ich einen neuen Look ausprobiert. Ich habe entweder halt mehr so diese lila-rosa, die zwei hier, oder diese braunen Töne. Ich habe auch das Blau hergenommen, da habe ich sogar ein Tutorial dazu gemacht. Das ist echt auch hübsch, das könnt ihr euch mal angucken. Ich verlinke euch das unten. Und ja, wirklich gut, gut pigmentiert die Farben und bröseln nicht arg. Also wirklich gut. Wenn ihr mal irgendwie Sleek in die Finger bekommt, kauft euch eine Palette, weil es ist echt super. Auch sehr handlich, so zum Mitnehmen. Sehr gut. Und das Letzte ist ein Bronzer und zwar von Maybelline, der Dream Terra Sun Bronzing Powder. So sieht er aus. Und er riecht sehr gut. Und es ist so sehr hell außen und in der Mitte dunkler. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennt. Aber es schimmert so ein bisschen. Und das ist das, was ich mag. Ich mag das nicht, wenn es so arg glitzert, sondern wenn es so ein Schimmer ist. Und ich habe das jetzt auch drauf, aber ich weiß nicht, ob ihr es seht. Und das habe ich eigentlich wirklich jeden Tag hergenommen, einfach so auf die Wangen genommen. Ich habe manchmal auch einfach Rouge weggelassen und nur den hergenommen. Das ist einfach so ein bisschen so gebräunt und ein bisschen so glowy. Das war wirklich gut. Und es hat sogar eine Farbe. Es gibt scheinbar mehrere. Es ist 01 Light Bronze. Und ja, wirklich gut und der riecht echt gut. Der riecht so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein bisschen vanillig, holzig, aber ein bisschen frisch auch. Ich lasse es lieber, Düfte zu beschreiben. Er riecht einfach gut. Vielleicht probiert ihr ihn mal aus. Das waren meine Juli-Favoriten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch ein Video machen zu anderen Favoriten, eher so Lifestyle-mäßig. Das kommt dann in den nächsten Tagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal, was eure Favoriten diesen Monat waren. Es würde mich sehr interessieren. Ich probiere nämlich sehr gerne neue Sachen aus. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.